In dieser Heilungsgeschichte, liebe Schwestern und Brüder, stehen am Beginn und am Ende Fragen auf, die man nicht schnell überlesen sollte oder schnell harmonisieren sollte. Man bringt einen Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus. Und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, es ist nicht vom Gelähmten die Rede, sondern von den Menschen, die ihn bringen, vollkommen anonym. Sie werden hier nicht weiter erwähnt. Aber Jesus sieht den Glauben derer, die ihn bringen. Und dann beginnt er zum Gelähmten zu sprechen. Und am Ende preisen Menschen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Was bedeutet das? Sie haben ein Wunder erlebt. Jesus hat durch dieses Wunder gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, nicht mit einem frommen, blöden Spruch, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann ich schnell irgendwann mal dahin blödeln. Sondern er sagt es in Vollmacht, weil er den Gelähmten anschließend heilt, weil der sein Bett nimmt und nach Hause geht, was er vorher nicht konnte. Aber wieso heißt es dann, Gott hat den Menschen solche Vollmacht gegeben? Es wäre für uns schlüssiger, wenn hier stände, und sie priesen Gott, weil er diesem Jesus solche Vollmacht gegeben hat. Diese Bemerkung verweist uns wieder auf den Anfang. Sie verweist uns darauf, was Glaube vermag. Wir können das heute so oft hören, und natürlich ist dafür viel Material vorhanden, über die böse, schlechte Welt sich aufzuregen. In manchen Kreisen der Kirche tut man das permanent. Wenn man diese Energie verwandte zu glauben und zu beten, könnte die Welt besser sein. Denn wodurch wird sie besser? Hier wird sie dadurch besser, die Heilung wird ausgelöst durch den Glauben derer, die den Gelähmten tragen. Was für eine unglaubliche Chance für Menschen, die von sich selber sagen, dass sie glauben. Sie können etwas für die tun, die vielleicht nicht glauben können oder nicht glauben wollen, die das vollkommen ablehnen. Aber indem sie die Gelähmten von heute, auch die mit Schuld beladenen, tragen im Glauben, zu Christus tragen im Glauben, beginnt Heilung. Und sie beginnt zunächst nicht sichtbar. Das geht nicht zack, zack und dann ist alles toll. Dann kommt jemand dann jeden Sonntag in die Kirche und engagiert sich unglaublich. So funktioniert das nicht. Es beginnt innen. Deine Sünden sind dir vergeben. Welcher Trost ist das auch für uns, wenn wir manchmal vielleicht nicht in Gefahr stehen, unseren Glauben zu verlieren, aber doch Schwierigkeiten mit dem Glauben haben. Dass wir wissen, es gibt andere, die uns immer wieder zu Christus tragen, der uns durch sein Wort hilft, indem er uns die größte Last wegnimmt. Zunächst nicht die äußere Lähmung, sondern die innere Lähmung. Durch diesen ganzen zähen, wie zäher alter Gummi, dieser ganze Sündendreck, der in einem haust und der alles verklebt und der das Leben so traurig macht und schwerfällig. Das ist das Erste, was Christus heilt und wegnimmt und damit eine innere Freiheit schenkt, die dann allmählich nach außen sich durchkämpft und den ganzen Menschen frei sein lässt. Als Jesus ihren Glauben sah, wenn er heute Abend auf uns schaute, was würde er sehen? Etwas, das anderen helfen kann? Dass wir andere zu ihm bringen, die wir doch hier sind und sagen, wir glauben?